Wir Frauen sind stark, weil wir in unserer Vielfalt einzigartig sind. Nutzen wir unsere Schwarmintelligenz. Wir Frauen sind stark, weil wir verantwortungsvoll mit vorhandenen Ressourcen umgehen. Wir Frauen sind stark, weil wir zusammenhalten. Wir Frauen sind stark, weil wir wissen, was wir wollen, weil wir uns für andere einsetzen und weil wir selbstbewusst sind und uns nicht durch Rückschläge entmutigen lassen. Wir Frauen sind stark, weil wir unsere Schwächen kennen und das Leben so annehmen, wie es ist. Wir Frauen sind stark, denn wir haben einen unheimlichen Schatz an Facetten und in den entscheidenden Momenten können wir Kräfte freisetzen, die sind einfach unbeschreiblich und magisch. Wir Frauen sind stark, weil wir in den letzten 150 Jahren viele gesellschaftliche Hindernisse und Klischees aus eigener Kraft überwunden haben. Wir Frauen sind stark, weil wir unersetzbar sind. Wir Frauen sind stark, weil wir Falten haben. Ein Mann hat mir mal gesagt, ihr Frauen, eure Haut ist wie Seide. Und ich sage euch, Seide knittert eben. Wir Frauen sind stark, weil wir stolz darauf sind, was wir und Frauen vor uns erreicht haben und wir uns weiterhin gemeinsam für Gewaltfreiheit, Gerechtigkeit und Gleichstellung einsetzen. Weil sie mehr tun, als sie kennen. Weil sie mehr kennen, als sie glauben. Weil sie zusammenhalten. We make love, not war, and we fight for peace. Wir Frauen sind stark, weil wir uns selbst ernst und wichtig nehmen. Jede persönliche Erfahrung hat eine gesellschaftspolitische Relevanz und das nicht nur am Weltfrauentag. Wir Frauen sind stark, weil wir optimistisch, empathisch und zielorientiert Entscheidungen treffen. Das macht uns zu hervorragenden Führungskräften. Wir Frauen sind stark, weil wir Netzwerke haben, Frauennetzwerke wie Soroptimist International. Wir setzen uns für die Gleichstellung der Frauen ein am Arbeitsplatz und für das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben. Wir Frauen sind stark, weil es starke Feministinnen gibt. Ich denke da an Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer, Beate Glasfeld, Johanna Donal und ganz viele andere mehr. Wir Frauen sind stark, weil wir im Alltag die Frauen stellen müssen und Alltagsheldinnen sind. Wir Frauen sind stark, weil Stärke, Talente und Fähigkeiten nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Es sind vielmehr die Strukturen und Rollenzuschreibungen, die Frauen nach wie vor in ihren Entfaltungsmöglichkeiten einschränken. Also, wir Frauen sind stark, weil wir Leben in uns entstehen lassen. Wir Frauen sind stark, weil wir tiefsitzenden Vorurteilen trotzen. Wir Frauen sind stark, weil Stärke nichts mit Muskelkraft zu tun hat. Wir Frauen sind stark, weil wir fokussiert und konzentriert unserer Verantwortung nachkommen. Wir Frauen sind stark, weil wir trotz Doppelbelastung mit Familie und Job herzlich, einfühlsam, kunstsinnig, zielstrebig und erfolgreich sind, wenn wir es wollen. Wir Frauen sind stark, weil wir unsere Zukunft aktiv gestalten und unsere Visionen verwirklichen. Frauen sind stark, weil sie sich für ihre Ziele einsetzen und dabei authentisch und ehrlich sind und auch über ihre Emotionen reden können. Frauen sind stark, weil sie nach Lösungen suchen und nicht nach Ausreden. Sie anpacken können und Ausdauer beweisen. Weil sie sich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern. Sie attraktiv, kreativ und aktiv sind. Wir Frauen sind stark, weil wir unsere Stärken leben und sie ständig weiterentwickeln. Wir Frauen sind stark, weil wir immer an die Grenze des Machbaren gehen. Wir Frauen sind stark, weil uns nichts davon abhalten kann, in jeder Branche der Arbeitswelt einzusteigen. Und wir deshalb für den Arbeitsmarkt unverzichtbar sind. Wir Frauen sind stark, weil heutzutage nichts mehr nur ein Männerjob ist. Und wir flexibel auf jede Veränderung eingehen müssen und auch können. Wir Frauen sind stark, weil wir mutig sind, weil wir aufstehen, wenn wir hinfallen, weil wir neugierig sind und weil wir zusammenhalten. Wir Frauen sind stark, weil wir Frauen sind.